So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin, die Nummer 103 für 5 Euro. So, endlich ist es bei uns auch. Bei den einen kommt es etwas eher, bei den anderen etwas später. Dann gibt es natürlich noch regionale Unterschiede. Wisst ihr ja selber, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und sowas alles. Da kann das schon mal sein, dass das ein oder zwei Tage später kommt. Aber ihr seht, richtig cool. Das Set ist mega cool, auch die Minifiguren. Die habe ich jetzt hier hinten, ihr kennt das ja. Aber die neue Verpackung, Papier mit Limited, das sieht nicht schlecht aus. Aber es ist ja nichts Neues. Aber kommen wir natürlich gleich zu. Hat 44 Teile, ist eine Menge. Und dazu gibt es eben die limitierte Karte. Ups. Ist zum Glück nur das die Zeitschrift gewesen. Klicken wir so lange da drauf. Brauchen wir eh nicht. Mega cool. Aber ihr seht schon, der Druck, der ist nicht ganz gelungen. Hier unten richtig breit, oben so eben eine Grenze dran. Seht ihr das? Also könnte was wertvoller werden. Ich schätze zwei Seiten. Aber nichtsdestotrotz blättern wir jetzt in die Ausgabe 103 von Lego Star Wars Magazin drin herum. Das neue habe ich auch schon da, muss ich auch endlich mal unboxen. Ich glaube, morgen mache ich das. Dann die Comicbeilage, mal gut, mal weniger gut. Aber das brauche ich euch ja nicht zu sagen. Ihr habt es ja teilweise selber. Pokémon-Spiel. Und mit dem Eisplanet, das hat was Kultiges. Alte Star Wars Geschichte. Außer das Creature Engine, das war in den Filmen nicht dabei. Ja, kalte Hände. Poster, zwei Seiten. So, die innere Seite haben wir gerade schon gesehen. Und ja, ein Poster gleichzeitig mit Merchandising. Cooles Set, gab es dann nur bei Lego, der ein oder andere hat es, cooles Set, ging auch mal runter die Preise bis 89 Euro, war perfekt, dann hoch und hier, wir müssen uns nicht streiten, es ist Merchandising, teure Sets. So, Jahresabo zu machen, dann richtig cool, auch coole Figuren drin, die vier, sind mega cool. Bei den Mandalorianer, würde ich aufpassen. Warum? Zeige ich euch gleich. Rätselspaß. Coole Figur. Bauanleitung. Und brauche ich ja gleich. Dann Comicbeilage geht weiter. Ende auf Seite 31. Rätsel, Auflösung und jetzt kommt das, was ich meine, nämlich der Mandalorianer, die Figur. Mega cool, ist in die nächste Ausgabe drin, die am 29. Dezember erscheint. Das Lego Star Wars Magazin 104. Das dazu. Aber jetzt kommen wir natürlich zu die Beilage und die Bauanleitung. So, kann ich natürlich komplett auspacken, kommt bei mir, nehmen das Original und größere hin. So, spritzt jetzt hin. So, Kleber dann noch abmachen. Jetzt mal eben schnell zusammenbauen. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir sowieso in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Vor das Magazin, limitierte Karte und die zwei Gitter in schwarz in diesem Fall. Jetzt zwei. Erstmal die schwarzen. Einen drüber und davon gleich.
Zack. Zack, ihr seht, es ist eigentlich richtig zügig schnell zu bauen. Dann umdrehen. Dann kommen diese weißen Eimer. Zweimal. Jetzt hier oben geht es weiter. Ja, einmal. Wo ist der zweite? Da ist er. Zweimal. Der schwarze kommt hier zwischen, wenn er passt, und der ist einfach zügig zusammenzusetzen. Im Moment noch, bis ich einen Fehler mache oder mal es hinfällt. Seht ihr, aber es ist relativ. Jetzt kommt Grau, zwei Eckteile. Und dann zeige ich euch nämlich, was der eine oder andere, der das Original große hat, was dieser kleine besser ist. Also in ein bestimmte Sache nämlich, das kann ich mir nämlich so vorstellen. Dann kommt dieses ganze Teil. Ne, es kommt so rum. Da dran, zack, 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 und dann geht es weiter. Zwei weiße von denen. Einmal, dann ist das Ganze nämlich auch ein bisschen stabiler. Zweimal Bauanleitung umdrehen, also das bedeutet jetzt gleich fertig. So, dann kommen zwei grüne. Die kommen hier dran. Einmal. Zweimal die beiden glatten, die kommen hier drüber. Die weißen lang nach vorne. Ups, beinahe, wer war es weggeflogen, was eigentlich ziemlich wichtig ist. Zack. Zack, diese beiden Pinnsteine, die sind mega cool. So, dann kommt einmal dieses Teil in der Mitte drauf, transparente, um dieser Weißer zum Abschluss mit dem Transparenten. Ihr seht schon, das sieht aus wie ein Cockpit, aber ist ja auch alles klein gehalten. Dann kommt der Braune drauf, Aussichtsplattform. Und jetzt bauen wir zweimal na, mit kalten Händen ist aber wirklich ein bisschen blöde. Ach so. Zack, die braune. Dann kommt das hier an der Seite dran. Das Ganze nochmal. Zack, zack, zack. Also, er sieht den großen Originalen natürlich absolut identisch aus, bloß eben das Ganze in klein, ihr seht es selber. Aber was dieser Kleiner eine bessere Funktion hat, ist hier. Schaut mal, die Kanonen. Warum? Der eine oder andere kennt das. Bei den Originalen, da hängen die immer so runter, da sind die ziemlich lose. Und hier ist ganz simpel einfach gebaut und sie bleiben. So wie ihr sie einstellt, Scherz beiseite, ihr kennt das ja. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin 103. 104 wird wieder cool mit einer Figur drin. Dann mit einer limitierten Karte ist hierbei die LE22. Für alle Lego Star Wars Boosterfreundensammler ein Muss. Ich werde irgendwas von Lego Star Wars natürlich unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Das kennt ihr ja. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu dieses Magazin, zu dieser Beilage. Die ist eigentlich recht cool. Muss man echt sagen, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz ist mir eure Meinung wichtig. Schreibt es in die Kommentare.
Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.